Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Ost und West. Ich hoffe, Sie sind einigermaßen trocken nach Hause gekommen und ließen sich bei dem heutigen heftigen Maigewitter mit Blitz, Donner, Hagel nicht allzu sehr erschrecken. Gegen 14, 15 Uhr schien es Abend geworden zu sein. Autos fuhren mit Licht durch die Stadt. In den Bezirken Zehlendorf, Wannsee, Dahlem gab es mit 33 Liter Regen pro Quadratmeter und Hagel bis 5 cm dick die heftigsten Niederschläge. Die musste mehr als 100 Mal ausrücken, um vor allem überschwemmt. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen bis auf 10 Grad, von dem im Mai so Frost keine Spur. Morgen steigen die Temperaturen ähnlich wie heute auf knapp 20 Grad. Schauer und Gewitter sind erneut möglich. 3 Wochen vor Pfingsten ist Berlin erneut ausgebucht. In Hotels und vor allem kleineren Pensionen gibt es kaum neues Bett. Der alte Slogan Berlin ist eine Reise wert ist so aktuell wie nie zuvor. Allein aus Amerika, Japan, Schweden und der Schweiz sind die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 68,7% gestiegen. Sie haben richtig gehört, 68,7%. Fluggesellschaften sowie die Bahn verzeichnen einen enormen Anstieg. Berlin also im wirtschaftlichen und politischen Aufwind auf dem besten Wege zu einer richtigen Weltstadt und auch zur deutschen Hauptstadt. Da regierender Bürgermeister und Vorsitzender der SPD zu sein, ist sicher eine dankbare Aufgabe. Walter Momper konnte dem heutigen Landesparteitag sehr gelassen entgegensehen. Wie er verlief, schildert Siegfried Schenk. Berlin, Hauptstadt in der Mitte Liebe Genossinnen und Genossen, bei der Bildung des Magistrats führt an den Sozialdemokraten kein Weg vorbei. Die Verhandlungen werden dennoch schwierig werden. Wir sollten dabei berücksichtigen, dass gleiche Worte oft noch ganz unterschiedliche Dinge bezeichnen können. So ist zum Beispiel eine Gruppe wieder vor einer historischen Herausforderung. Und es stehen wieder Sozialdemokratie, darüber wirklich froh sein. Keine Hektik entwickeln. Im Moment herrscht aber einige Aufregung über die Hauptstadtfrage. Düstere Bilder werden in die Welt gesetzt. Ein verödetes Bonn, fantasievoll aufgeblasene Umzugskosten bis zu einer grotesken Höhe, die abschrecken soll. Berlin wird kein Hauptstadt-Moloch sein. Berlin wird es verstehen zu teilen. Bonn wird eine wichtige Verwaltungsstadt bleiben. Aber klar ist jedenfalls der Mehrheit der Deutschen, dass nur Berlin als das künftige Aushängeschild eines geeinten Deutschland und als Regierungssitz in Frage kommt. Wenn schon Hauptstadt, dann auch richtig. Ähnliches Engagement auch bei seinem wahrscheinlichen Ostberliner Amtskollegen Tino Schwitziner. Eine Metropole Berlin würde das Selbstwertgefühl angeglichen der DDR-Bürger beträchtlich steigern. Eine Hauptstadt Berlin bedeutet eine Stärkung der demokratischen Überzeugung. Gefühle und Denkweise der Bürgerinnen und Bürger in unserem Teil des Landes. Eine Anerkennung ihrer Leistung der ersten friedlichen Revolution auf deutschem Boden. Eine Hauptstadt Berlin ist aber auch ein Signal an die Bürgerinnen und Bürger in der DDR, dass das Zusammenwachsen Deutschlands tatsächlich partnerschaftlich und gleichberechtigt verläuft. Dieses Signal wäre mehr von Wert als das ständige Zücken und Wedeln mit der Geldbörse in Bonn. Berlin wird pulsierendes Herz in der Mitte Europas werden. Wir haben die historische Chance, ausgehend von der Mitte unserer Stadt eine moderne und lebenswerte Metropole zu entwickeln. Für die Gestaltung des gemeinsamen Zentrums unserer Stadt. Wenn Sie mich bei der Einleitung von Fall zu Fall, von Augenblick zu Augenblick nicht hörten, dann lag es nicht an Ihrem Gerät, sondern an unseren Mikrofonen. Zwei sind ausgefallen, jetzt haben wir ein drittes. Mal schauen, ob wir jetzt mehr Glück haben. Um eine andere Partei, die in der Wählergunst der Berliner zuletzt bei 8-9% lag und die lange Zeit Regierungsverantwortung mittrug, ist es ausgesprochen still geworden. Von den Berliner Freien Demokraten hört und sieht man nichts mehr. Für den heutigen Parteitag gab es nicht einmal einen Hinweis, geschweige eine Einladung, was uns natürlich nicht hinderte, über ihn zu berichten. Informationen von Hans-Joachim Lorenz. Mit großer Mehrheit forderten Berlins Liberale den sofortigen Abriss der Mauer und das Ende der Grenzkontrollen zwischen beiden Stadthälften nach dem 1. Juli dieses Jahres, dem Stichtag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Die FDP will möglichst schnell Gesamtberliner Wahlen, um für die Zukunft der Gesamtstadt und des Umlandes sinnvoll planen zu können.
Doch gerade in Berlin, wo die Partei im Gegensatz zu den jüngsten Ergebnissen in der DDR nicht gerade gut in der Wählergunst liegt, muss man hart um die politische Zukunft ringen. Unsere Aufgabe muss es sein, das verlorene Vertrauen einer hinreichenden Zahl von Berlinern zu gewinnen, um in das Abgeordnetenhaus, das künftige gemeinsame Parlament, zurückkehren zu können. Denn ohne Liberale im Parlament werden sich die unerträglichen Verhältnisse in unserer Stadt nicht ändern. Die grün-rote Koalition war angetreten, um aus Berlin eine in dauerhafter Spaltung lebende ökologische, sozialistisch-alternative Provinzidylle zu machen. Die neu zu konzipierende Stadtpolitik muss auf Berlin als Metropole, als Hauptstadt zugeschnitten sein. Das gilt für die Stadtentwicklung ebenso wie für die Verkehrspolitik. Scharfe Kritik in diesem Zusammenhang an rot-grünem Schöneberger Rathaus. Straßenrückbau, flächendeckendes Tempo 30, Verkehrsbehinderung durch Busspuren und die Sperrung von Erholungsgebieten, erschwerter Liefer- und Gewerbeverkehr, Missachtung der Stadt als Wissenschaftsstandort und das Gerangel um den Potsdamer Platz. Die Liste der Vorhalte ist lang und beweise, so Oxford, wie wenig die rot-grüne Koalition die neue Rolle Berlins begriffen habe. SPD und Alternative seien ohnehin von vornherein als Gegner der Einheit und der Wiederherstellung der Stadt aufgetreten. Zu den Befürwortern Berlins als Hauptstadt gehört auch Staatsministerin Adam Schwetzer. Sie zeigte Zuversicht, dass die sogenannten 2+4-Gespräche bis zum Herbst die Bedingungen für eine schnelle deutsche Einheit schaffen. Tag genau am 12. Mai 1949 wurde die Berlin-Blockade beendet. Der sowjetische Machtanspruch mitten in Europa war am Einsatz und der Solidarität der westlichen Welt und nicht zuletzt am Widerstandswillen der Berliner gescheitert. Parlamentspräsident Jürgen Wohlrabe bekräftigte am heutigen Jahrestag die stabile Partnerschaft mit den Alliierten und betonte, dass es gelte, gerade für die jüngere Generation, die diese Zeit nicht miterlebte, Erinnerung und Erfahrung wachzuhalten. Blenden wir kurz zurück. 26. Juni kommen die ersten Flugzeuge der Amerikaner. Wenig später auch britische Flieger und über 2 Millionen Westberliner Bahnflüge zu versorgen. Mehr als 277.000 Flüge legten die Piloten zurück, mit einer Gesamtstrecke, die ausreicht, um 360 Mal zum Mond zu fliegen. Über 2 Millionen Tonnen Versorgungsgüter kamen so in die Stadt. Kohle, Nahrungsmittel, Medikamente, Benzin und auch Maschinen. Die gigantische Operation forderte jedoch ihren Preis. 75 Menschen starben bei Flugzeugabstürzen oder bei Unfällen auf dem Rollfeld. Gedenken an diese Opfer und ihre Dankbarkeit gegenüber den Piloten der Rosinenbomber stehen die Erinnerung an die Zeit, die längst vergangene Geschichte ist. Aber auch Sie waren heute mit dabei bei der Gedenkfeier zum 41. Jahrestag des Endes der Blockade. Mit militärischem Zeremoniell und Kranzniederlegung ehrten die westalliierten Stadtkommandanten, die Gesandten, der regierende Bürgermeister und Parlamentsvertreter diejenigen, die ihren Einsatz bei der Luftbrücke mit dem Leben bezahlten. Ihre Namen sind eingraviert in das Fundament des Denkmals am Platz der Luftbrücke. Und nun zu unserer Nachrichtenübersicht, auch heute wieder mit Christoph Hostel. Die komplizierten Eigentumsfragen in der DDR und die von ihr geforderten Nachbesserungen im Staatsvertrag sind zwischen beiden deutschen Regierungen weiterhin strittig. Am Rande der deutsch-deutschen Expertengespräche heute im Bonner Kanzleramt wurden zusätzliche Hilfen für die Umwandlung von DDR-Betrieben und des Agrarbereichs jedoch nicht mehr ausgeschlossen. Laut Kanzleramtschef Seiters können sich die Verhandlungen noch bis in die nächste Woche hinziehen. Die DDR-Führung will die Streitpunkte jetzt aus dem geplanten Staatsvertrag ausklammern und in einer Sondervereinbarung mit der Bundesregierung festlegen. Bonner Regierungskreise halten diesen Weg für möglich. Die PDS will zu gesamtdeutschen Wahlen antreten, das erklärte ihr Vorsitzender Gysi heute in Ost-Berlin. Er sei aber gegen eine PDS-Neugründung für die Bundestagswahlen im Dezember. Das führe nur zu Stimmenverlusten bei den Grünen. Der Sozialismus hat sich nicht nur in der DDR, sondern überall als untaugliches System erwiesen. Das erklärte der ehemalige DDR-Ministerpräsident Modrow in einem Zeitungsinterview.
Da er an die Reformierbarkeit des Sozialismus geglaubt habe, sei diese Erkenntnis für ihn besonders bitter. Auf der Charlottenburger Reichsstraße wird heute und morgen aufs Heftigste gefeiert. Zum 12. Mal hat die Aktionsgemeinschaft der dortigen Geschäftsleute ein Straßenfest organisiert. Mit Programm auf 7 Bühnen und auch Modenschauen der ansässigen Boutiquen. Dass das Wetter nicht immer so hundertprozentig mitspielte, war nicht ganz so schlimm, denn immerhin bieten hier über 300 Stände so ziemlich alles, was Herz und Magen oder Kinderaugen begehren. Zwischen Theodor-Heuss-Platz und Stäubenplatz bleibt die Reichsstraße auch morgen gesperrt, denn hier wird nicht nur heute Abend weiter gefeiert, sondern auch morgen den ganzen, hoffentlich sonnigen Sonntag. In den Intershops steht der Ausverkauf zu Billigstpreisen an. Das betrifft vor allem Zigaretten, Kaffee und hochwertige Parfümeriewaren. Aber auch bei Textilien und Computern werden die Preise gesenkt. Für die Intershop-Kette entfällt mit der Währungsunion die Geschäftsgrundlage. Die Mühle im Britzer Garten lud heute ein. Zum 4. Mal konnten sich Besucher über Windtechnik und Handwerk rund um die Mühle informieren. Der neu gegründete Britzer Müllerverein organisierte einen Quiz und einen Lehmbackofen, in dem wie früher Brot aus Windmühlenmehl gebacken wurde. Der Erlös des Mühlentages geht an eine Begegnungsstätte für Behinderte in Ost-Berlin. Die Regionalsynode West der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg kam heute im Spandauer Johannisstift zu ihrem letzten Arbeitstag zusammen. Dabei erklärte die Synode, ein vereinigtes Deutschland müsse in ein weitgehend entmilitarisiertes Europa eingebunden sein. Außerdem kritisierte sie, dass kirchliche Verbesserungsvorschläge im neuen Ausländergesetz nicht genügend berücksichtigt worden seien. In einem weiteren Beschluss rief die Synode Bundesregierung und Berliner Senat zu einer sozialeren Wohnungspolitik auf, in der Mietpreisbindungen eher verschärft werden müssten. Der schwedische Regisseur Ingmar Bergman wird Präsident der Jury des Europäischen Filmpreises. Das teilte heute das Sekretariat des Filmpreises in Berlin und Cannes mit. Bergman hat noch nie zuvor die Berufung in eine Jury angenommen. Jetzt wird er auch die anderen Mitglieder dieses Gremiums auswählen. Die Verleihung des Europäischen Filmpreises ist im Dezember dieses Jahres in Glasgow geplant. Ja, soweit unsere Nachrichten. Der polnische Zoll macht seit einigen Tagen den illegalen Händlern das Leben wesentlich schwerer. 40.000 Zurückweisungen und mehr soll es schon gegeben haben. Aus Erfahrung weiß man jedoch, dass es eine hundertprozentige Kontrolle nie geben kann, weil es irgendwo doch immer wieder Schlupflöcher gibt. Ob sich die verschärften Grenzkontrollen in Absprache und Zusammenarbeit mit der Westberliner Innenverwaltung schon auf den berühmt-berüchtigten Polenmarkt und Umgebung ausgewirkt haben, erfahren wir gleich von Marianne Behland. Der Polenmarkt heute Mittag tot. Der polnische Zoll selbst hat den illegalen Händlern die Lust an ihren Geschäften verdorben und die Berliner Polizei tut ein Übriges. Sie kontrolliert gezielt und sehr genau. Ja, heute sieht es ganz gut aus auf dem Platz. Nur haben wir ein Problem, dass sich in den Nahbereich, in den Straßen aufhalten und da weiterhandeln. Sollten polnische Staatsbürger gegen unsere Zollgesetze verstoßen, werden sie zur Gefangenensammelstelle gebracht und danach in einem Schnellverfahren verurteilt. Auch in der Straße des 17. Juni, dem Stammparkplatz von oft bis zu 100 Bussen pro Tag, relativ wenig Betrieb. Vielleicht können dann noch bald die Geschäftsleute von Discountläden aufatmen, die trotz ihrer guten Geschäfte auf teilweise bis zu 60% ihrer Einkaufswagen verzichten mussten. Da half auch die eine Mark Pfand nicht. Die Wagen werden hier zusammengeschoben und die Mark kommt so wieder raus. Westberliner und polnische Behörden haben in der letzten Woche zwar Zusammenarbeit vereinbart, aber... Das ist alles etwas schwierig, aber wir haben uns große Mühe gegeben, sowohl mit den Behörden hier zu sprechen, als auch mit den Behörden drüben. Es war ja Anfang der Woche auch ein hochrangiger polnischer Vertreter hier, der noch einmal deutlich gemacht hat, auch auf unseren Wunsch hin, dass die polnischen Behörden ihre eigenen Touristen, die zu uns ausreisen wollen, sehr viel härter auf mögliche Handelsware kontrollieren wollen. Und das machte sich heute auch in Dreilinden bemerkbar. Der letzte größere Ansturm war in der Nacht zu Freitag, denn, so vermutet man beim Zoll, am Sonnabend ist Markt in Polen, da soll die hier erworbene Ware dann verkauft werden. Über 100.000 Menschen aus Polen waren in der letzten Woche hier, fast ausschließlich als Touristen, nur wenige als Händler. Wir haben allen Grund, gegenüber allen Menschen aus Ost und West, und die im Osten sind noch ärmer dran, freundlich und hilfsbereit und gastlich zu sein. Und wenn hier Menschen überhaupt um ihrer Not willen das eine oder andere versuchen, dann liegt es eben an dem schrecklichen Armutsgefälle zwischen Ost und West, das jetzt so augenfällig sichtbar wird. Und da ist es Aufgabe der Politik,
einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Lebensverhältnisse in Osteuropa sich bald bessern. Dann werden wir uns auch über die eine oder andere Nebenwirkung nicht mehr so zu beklagen haben. Ja, es bleibt zu hoffen, dass sich dieses Problem nach Einführung der Währungsunion von allein lösen wird, meine Damen und Herren, denn dann gibt es ja auch in Frankfurt oder westliche Waren für harte D-Mark. Im sportlichen Teil der Abendschau steht heute Tennis im Vordergrund. Am Montag beginnt auf der Rot-Weiß-Anlage bereits die Hauptrunde der internationalen deutschen Damen-Tennismeisterschaften. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Hans-Jürgen Pohmann im Studio ist, alter deutscher Meister, Davis-Cup-Spieler. Die Besetzung ist ja, man darf es in einem Satz sagen, Weltklasse. Ja, kann man sagen. Und ist ja bekannt, dass Steffi Graf hier schon zum fünften Mal jetzt bei diesen Meisterschaften dabei ist. Das heißt, viermal hat sie gewonnen. Sie war auch schon mal als Qualifantin dabei. Dann Gabriela Sabatini, die stand im vergangenen Jahr im Endspiel. Und dann eine ganz interessante Spielerin, die kennen wir in Deutschland überhaupt noch nicht, Monika Seles. Und darauf kann man sicherlich sehr gespannt sein. Heute gab es die Auslosung mit Überraschung. Sicherlich gab es hier eine oder andere Überraschung. Die fand ja wie immer in einem großen Berliner Kaufhaus statt. Da gab es auch viele Fans, die schon dabei waren. Und mit dabei war für uns und für Sie, liebe Zuschauer, auch Hajo Sept. Und der hat einigen Zuschauern ziemlich freche Fragen gestellt. Das kann man so sagen. Wer steht denn nächste Woche im Endspiel? Um welche Meisterschaft meinen Sie denn? Es geht um Tennis, unzweifelhaft. Ja, natürlich Boris Becker. Und der Gegner, wer der sein wird, das ist noch nicht raus im Moment. Also Boris Becker ist ganz falsch. Ja, wieso? Ist der etwa schon ausgeschieden? Nächste Woche Endspiel Deutsche Damenmeisterschaften. Wer steht denn da? Deutsche Damenmeisterschaften? Ich bin außer DDR, ich habe mit den Damen noch nichts zu tun in der BRD. Die Graf. Steffi und Sabatini. Kein anderer kommt in Frage. Kein anderer kommt in Frage. Ich habe keine Ahnung. Da ich Deutscher bin, dem deutschen Tennis sehr nahestehe, nehme ich an, dass Steffi Graf gewinnen wird. Das ist auch eine Logik. Auf jeden Fall ist Steffi Graf an Nummer 1 gesetzt. Dann wurde gelost und Günther Pfitzmann übte sich im Händchenhalten. Mit der US-Spielerin Bergin. Sein Dauerjob als Lottofee schon zum 11. Mal macht es. Die Besten haben übrigens freilos in der ersten Runde. Und nach guten 20 Minuten stand das Wichtigste für die Tennisgräfin und die anderen fest. In der zweiten Runde trifft Fräulein Graf auf den Sieger der Begegnung einer Qualifikantin mit der Waliserin Sarah Luesemore. Und dann Monika Seles Jugoslawien gegen Tarabini Argentinien oder Jägermann Niederlande. Und Gabriela Sabatini Argentinien gegen Bergin USA oder Reineck Südafrika. Und alles ist restlos ausverkauft. Aber wo können Sie trotzdem zuschauen? Im ersten, da ist man immer dabei dann an der ersten Reihe. Ab Mittwoch Tennis live. Ah ja, da schon sowieso. Dann werde ich mich ins Bild schmuggeln, wenn es geht. Wenn ich richtig informiert bin, geht es doch morgen schon los, im dritten. Zumindest morgen Abend haben wir Sport 3. Ja. Die Sendung kommt morgen hier aus der Masonallee. Und da warten wir, na, ich will es euch verraten, vielleicht Steffi Graf, vielleicht kann es klappen. Und dieser Günther Pfitzmann, das ist ja ein pfiffiger Mann, das kann man sagen. Aber der kann sich vielleicht schon am Montag und Dienstag ins Bild schummeln. Denn dann übertragen wir vom SFB schon in den dritten Programm. Also Tennis gibt es sicherlich zu Genüge für Sie alle. Hans-Jürgen Pohmann, der Auftakt heute war nicht ganz so glücklich. Es regnete bei den ersten Qualifikationsbegegnungen. Haben Sie eine neue Steffi Graf entdeckt? Ja, nun, das ist ein Jahrhundertstar, Gerd Lenz. Aber diese Qualifikationsspiele, die haben immer so ihren gewissen Reiz. Und auch die Steffi Graf, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die hat ja hier in der Qualifikation ihre große Karriere begonnen. Mhm. Wir können ja mal reinschauen, ob wir heute die eine oder andere deutsche junge Spielerin erlebt haben. Aber wir haben es heute schon in unserer Sendung gesehen. Geregnet hat es natürlich auch auf der Rot-Weiß-Anlage. Und an sich sah es so aus, als ob überhaupt keine Spiele mehr stattfinden könnten. Aber die Plätze haben eine gute Drainage, fleißige Platzarbeiter, das sehen wir hier. Und am späten Nachmittag konnten dann die ersten Spiele beginnen. Und jetzt schauen Sie mal auf die junge Dame, die da steht. Das ist Regina Maršíková. Die hat die internationalen deutschen Meisterschaften schon einmal gewinnen können. Also eine sehr arrivierte, große Spielerin. Kaum zu glauben, sie musste in die Qualifikation und hat dann schon in der ersten Runde gegen eine junge Rot-Weiße, Luan Spadea, mit 6:7 im dritten Satz, also im Tiebreak, verloren. Also so hart sind die Bräuche oder besser gesagt, so gut sind mittlerweile die Teilnehmerfelder bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Das ist eine junge deutsche Spielerin, die hat eine Wildcard bekommen, Kerstin Frey, für die Qualifikation vom Deutschen Tennisbund. Eins der Hoffnungen von Bundestrainer Klaus Hofsäß. Sie spielte gegen Steffi Menning.
18 Jahre alt, die sehen wir hier vorne, ebenfalls durch eine Wildcard in diese Qualifikation gekommen. Da geht es ja auch schon um Weltranglistenpunkte in der Qualifikation. Und dieses Spiel gewinnt dann Steffi Menning, die diesen Schmetterball verwandelt, glatt mit 6:2 und 6:1. Immerhin eine ganze Menge Zuschauer dabei, Gerd Lenz. Ja, wann wird Steffi Graf eingreifen? Weiß man das schon? Steffi Graf spielt sicherlich auch, ich muss immer wiederholen, für die Fernsehzuschauer und für diejenigen, die Glück hatten und Karten erhalten konnten, am Dienstag ihr erstes Spiel gegen Sarah Lusmore, eine relativ unbekannte Spielerin. Und noch eine Karte zu bekommen ist Glückssache, was? Ja, so ist es gar nicht mal so für den Center Court, aber der Center Court B, also der kleine Center Court, da gibt es schon noch die eine oder andere Karte, da müsste ich nur beeilen. Themenwechsel, Jugend trainiert für Olympia. Eine Veranstaltung, die in Berlin eine Tradition hat. Heute war das Finale und einen Bericht hat zusammengestellt Marco Streim. Marco Streim. Knapp 4000 Schüler nach einer Woche Training für Olympia heute vor der Siegerehrung. Zuvor wurde die Stadt unsicher gemacht, beide Teile. Also ein Bahnsteig, da stand DDR-Übergang zur DDR. Da mussten wir alle die Pässe zeigen, das durfte. Sind wir da durchgegangen, dann sind wir dann zur Mauer gegangen und haben jeder ein paar Steine aufgesammelt. Und dann zur Abschlussveranstaltung in die Deutschlandhalle. Das Rahmenprogramm Olympiareif. Höhepunkt die Siegerehrung, die Berliner Goethe-Oberschule, 5-mal Gold im Basketball. 1-mal Gold für die Lessing-Oberschule im Schwimmen. Lessing-Oberschule Berlin. Und die Prominenz gehört natürlich auch dazu. Der Weltmeister an den Ringen, Andreas Aguilar. Mit einem Abschiedsgruß an alle Teilnehmer. Ich finde es gut, wenn man in seiner Freizeit ein bisschen Sport macht. Ich möchte damit auch alle grüßen. Schönen Dank. Tschüss. Hans-Jörg Pohrmann, dass Sie ausgezeichnet Tennis spielen können, das weiß man. Können Sie Konnte immer noch, das reicht schon noch für den Hausgebrauch. Können Sie auch pfeifen? Ja, gute Frage. Ne? Müsste ich mir überlegen, wem soll ich hinterher pfeifen? Meinen Sie das? Oder? Nein, überhaupt nicht. Musikalisch und... Ein bisschen, ja. Kommt drauf an, auf wo. Ja, das war der Übergang zu einer Veranstaltung, die zur Stunde stattfindet, eine besondere Veranstaltung. Alles Weitere von Czerno Jobatai. Unsere Freunde und Helfer, die Polizei. Sie zu treffen ist angenehm oder unangenehm, je nach Situation und dem polizeilichen Befinden. Fast genauso lang, wie es eine uniformierte Schutzmannschaft in Berlin gibt, wird bei der auch die Sangeskunst gepflegt. Seit sage und schreibe 140 Jahren. Können Sie sich das vorstellen? Nee. Nein, um Gottes Willen. Warum nicht? Können andere Menschen auch? Na klar können die singen, hinter Gitter. Ja, sicher können die singen. Und was meinen Sie, wie das dann klingt? Furchtbar vermutlich. Also ich kann nicht singen, höchstens unter der Dusche. Und wie klingt das dann? Schrecklich, sagt meine Verlobte. Aber da gibt es einige, die sich einmal die Woche zusammenfinden und die Weisen von Paul Linke aus voller Kehle schmettern. Und das seit 140 Jahren. Heute Mittag Probe zum Jubiläumskonzert. Die Kollegen von Kripo, Staatsschutz und Schutzpolizei im Räuberzivil oder auf Beamtendeutsch in bürgerlicher Kleidung. Bei unserem nächsten Beitrag noch eine aktuelle Meldung, die uns eben erreichte. Bitte, Christoph Herstel. Die nächste Bundestagswahl sollte nach Meinung von Bundesaußenminister Genscher eine gesamtdeutsche Wahl sein, das sagte er gegenüber dem Spiegel. Nach der Vereinigung beider deutscher Staaten soll es nur noch eine Landesrundfunkanstalt für das vereinte Berlin geben. Das sehen die Pläne der Bundesregierung vor. Die beiden TV-Programme vom Deutschen Fernsehfunk der DDR sollen dann nicht mehr selbstständig weiter bestehen. Und die PDS ist in Ost-Berlin die zweitstärkste Partei hinter der SPD geworden. Soweit diese Informationen und der Hintergrund deutet schon an. Heute gab es ihn wieder, den beliebten und auch schon traditionellen Berliner Frühjahrsblumenmarkt vor dem Rathaus Schöneberg. Eingebunden in das Marktgeschehen ist der zugleich auch der Auftakt zum grünen Wettbewerb 1990. Alles Weitere über Blumen, Blüten, Farben und Pflanzen von Barbara Mansfield. Seit fast zwei Jahrzehnten gibt es ihn, den Frühlingsblumenmarkt auf dem John F. Kennedy Platz. Hier Archivbilder von 1971. Wie man sieht, hat er nichts von seiner Attraktivität verloren. Kein Wunder, denn sonst hat man schon die Chance, auf 15.000 Quadratmetern unter 500.000 Pflanzen das Richtige für den heimischen Balkon oder Garten zu finden. Manch einer verlor zeitweise den Überblick.
Wie in jedem Jahr, so gibt es auch diesmal wieder einen Wettbewerb für Balkons, Vorgärten und Hinterhöfe. Wirtschaftssenator Mitscherling appellierte an die Berliner, fleißig ihr grünes Händchen auszuprobieren. An zahlreichen Informationsständen konnte man sich gleich schlau machen. Erfuhr, was im Blumenkasten zusammengepflanzt werden kann und was nicht. Erhielt nützliche Pflegetipps und die Gartenbauspezialisten gaben auch Auskunft darüber, welche Pflanzen ein sonniges oder eher ein schattiges Plätzchen bevorzugen. Dieser kleine Mann musste auf Vaters Schultern umsteigen, damit die bunte Blütenpracht heil zu Hause ankommt. Welche neuen Trends gibt es in diesem Jahr? Die Geranie ist nach wie vor die Nummer 1 bei den Balkonpflanzen. Es gibt eine sehr schöne Sorte Rio dafür. Aber der Berliner experimentiert auch gerne. Er pflanzt Ton in Ton und hat daran sehr viel Freude. In diesem Jahr besonders günstig. Die Eisheiligen sind vorbei und wir haben keine Angst mehr, dass uns noch irgendetwas erfriert auf den Balkonen. Sie kommen aus der DDR, sind das erste Mal dabei. Was ist Ihnen besonders aufgefallen? Mir ist besonders das breite Sortiment aufgefallen, die Vielfältigkeit, die vielen Farben. Und ich meine, dass wir hier in guter Zusammenarbeit erreichen werden, dass wir im nächsten Jahr auch einen gemeinsamen Markt machen können oder mehrere gemeinsame Märkte in der gesamten Stadt. Zum 20-jährigen Jubiläum wird es vor dem Rathaus Schöneberg also noch enger werden und der Kunde hat dann mehr noch als in diesem Jahr die Qual der Wahl. Ab morgen Vormittag 11.30 Uhr gibt es in der Archivdependance der Akademie der Künste am Spandauer Damm die Ausstellung Elisabeth Bergener, Dokumente ihres Lebens. Sie bietet Einblick in den Nachlass der großen Schauspielerin, die bis zu ihrem Tod im Mai 1986 30 Jahre lang Mitglied der Akademie der Künste war. Stationen eines bewegten Lebens, vorgestellt von Holger Senft. In dieser Ausstellung kann man die kleine und knabenhaft wirkende Theater- und Filmschauspielerin von vielen Seiten kennenlernen. Private Briefe, Dokumente, Rollenbücher und sogar ihr handgeschriebener Lebenslauf. Alles in übersichtlichen Vitrinen zusammengestellt. 1897 wird die Bergner in Galizien geboren und wächst in Wien auf. Nach der Schauspielschule erste Engagements. Über Innsbruck und München kommt sie nach Berlin und wird ein gefeierter Star. Ihre wichtigsten Arbeiten entstehen. Auf der Bühne begeistert sie in vielen Rollen, wie zum Beispiel als Johanna oder in Shakespeares Wie es euch gefällt, 1923 am Berliner Lessing-Theater. Die Bergner, eine Ausnahmeerscheinung. Elisabeth Bergner hat die Fähigkeit, bis über ihren Tod hinaus die Leute, die sich mit ihr beschäftigen, zu verhexen. Wie meinen Sie denn das, verhexen? Ja, richtig so zu verhexen, dass man sich davon nicht mehr befreien kann. Sie wird Königin Elisabeth genannt. Fritz Kortner beschrieb das damals so. Ganz Berlin hat ein Verhältnis mit der Bergner. Bedeutende Filme entstehen ebenfalls in den 20er Jahren. Die Ausstellung zeigt die Kalkulation in Reichsmark zu dem Film Der träumende Mund. Aufwendiges Arbeiten mit dem Star Elisabeth Bergner. Jedes Detail ist aufgelistet. Anfang der 30er ging sie wegen der Nazis in die Emigration und baute sich in England und in Amerika eine zweite Karriere auf in englischer Sprache. Nach dem Krieg ist Elisabeth Bergner wieder auf der Bühne und vor den Kameras zu sehen. Im Renaissance-Theater zum Beispiel spielte sie sich nochmals in die Herzen der Berliner. Dass du sehnsüchtig über die Gartenmauer schaust, dem Leben nach, das da vorbeizieht und schon vergessen hat, dass es dich überhaupt noch gibt. Kurz vor ihrem Tod wird sie auch Ehrenmitglied im Deutschen Theater in Ost-Berlin. Im Mai 1986 stirbt die große Schauspielerin in ihrer Londoner Wohnung. Ihr Lebensweg wird am Spandauer Damm 19 eindrucksvoll aufgezeichnet. Im nächsten Monat zeigt das Kino Arsenal alte Filme von Elisabeth Bergner. Ja, Berlin ist wie eingangs schon gesagt ausgebucht. Dazu gehören Theater, Konzerte, Oper, Kino, Lesungen und Literatur. Doch Czerno Jobatai hat wieder eine Fülle von Anregungen für Kurzentschlossene, vor allem wieder für Gäste unserer Stadt, die sich immer wieder herzlich bei uns bedanken für die Tipps, die wir Ihnen geben konnten. Die Palette heute reicht vom Botanischen Garten bis hin zu einem Frühlingsfest in Ost-Berlin. Yngwie Malmsteen, ein schwedischer Hardrocker, der auszog, die Welt das Fürchten zu lehren. Für alle, die es härter mögen, morgen ab 20 Uhr in der neuen Welt. Viele Schätze vergangener Tage und Königreiche liegen in der Schlossstraße, und zwar im Antiken Museum. Morgen ab 9 Uhr geöffnet. Heute wird es noch die ganze Nacht hoch hergehen beim Großberliner Frühlings- und Schwuchtelball.
im Berliner Prater im Prenzlauer Berg. In 80 Minuten um die Welt und dabei Berlin nicht verlassen, das geht. Und zwar im Botanischen Garten, morgen den ganzen Tag offen. Der Schnelltriebwagen Bauart Görlitz fährt morgen wieder rund um Berlin. Zwar startet er 8.52 Uhr am Ostberliner Hauptbahnhof. Auf dem Landgut der Domäne Dahlem gibt es morgen wieder ein großes Fest. Neben Schweinen und Kühen zum Anfassen kann man auch einen großen Trödelmarkt bestaunen. Also, hin! Shirley Bradshaw, geborene Valentine. Eine 42-jährige Frau und ihr Leben. Mit Träumen, mit allem. Morgen 20 Uhr im Schlossparktheater. Die Sternwarte auf dem Insulaner lädt morgen zu einer Führung. Und zwar um 15, 16, 17, 18 und um 21 Uhr. Jetzt noch was Interessantes. Macht Liebe dumm? Diese alte Menschheitsfrage wird morgen die SFB-Sendung Kopfsprünge wissenschaftlich auf den Grund gehen. Und zwar um 18.30 Uhr im Dritten. Morgen zur Kaffeezeit, also um 4, wird die Männerminne im Saalbau in Köln alles zwischen Volkslied und Beach Boys singen. Berliner Jungs, die sind richtig. Berliner Jungs sind auf dem Kiel. Mit keinem Sechser in der Tasche. Da sagen sie, guess what, Ost-Berlin. Und wenn doch manche Leute schimpfen, diese Bänke sind mit Recht so sehr verschrien. Ja, und wie wär's noch mit einem richtigen heißen Tipp? Okay, erster Morgen um 19 Uhr in der HDK gibt's ein Benefizkonzert zugunsten AIDS-kranker Kinder in Rumänien. Und zwar mit Solisten und wirklich guten Leuten der Berliner Philharmoniker. Zweitens noch eins, großes Volksfest hinter der Kliniker Brücke. Und zwar mit Gauklern, Artisten, Trödel, mit Raritäten aus Ost und West. Die sind herzlich eingeladen, aber man sollte vielleicht ein Auto zu Hause lassen, weil da gibt's wirklich wenig Parkplätze. Ja, wie gesagt, vieles, doch längst nicht alles, konnten wir erwähnen. Vielleicht aber finden Sie bei den Kollegen der Presse noch die eine oder andere Anregung. Etwas vergaß Ciano Jobatai, dezent anklingen zu lassen. Morgen ist nämlich ein besonderer Tag, der 13. Mai, also Muttertag. Eigentlich gibt es ihn 364 Tage im Jahr, aber morgen sollten Sie ihn wirklich nicht vergessen. Ihnen allen ein schönes Wochenende, tschüss und auf Wiedersehen.